So, da sind wir wieder bei deinem Leid. Und das Licht, das stirbt gerade. Oh, ich sehe nicht die Zeit. Ein ja. Ohr. Ich habe mir übrigens eine Waffe gemacht, eine neue. Die macht jetzt Feuer, die ist eigentlich nicht super. Ich auch. Ich habe eine komplett neue Waffe gemacht. Neue. So, wo ist unser Typ, den wir suchen sollen? Der meinst den Zombie? Den grünen, den Bolter. Der ist bei mir in der Nähe, ne? Den mach ich kurz. Den krieg ich. Da muss ich ja nichts machen, ne? Ja. Hier ist gerade an mir halt einfach so ein Volatile vorbeigelaufen. Oh. Nice. Hier sind zwei vorbeigelaufen. Einer ist hier einfach irgendwo runtergesprungen gerade. Man hört einfach nur. Gut. Kannst du essen? Fick mich doch! Okay, wo ist der eigentlich? Sollte hier alles sein? Greif mich nicht an! Gut. Wenn eben nicht, gehe ich halt zu einer anderen Stelle. Oh, da ist ein Survivor. Und mit uns. Bombe angebracht hatte. Raus hier mit der, du! Raus hier! Gehst du wohl? Wo ist noch ein Boot? Wo soll ich da sein? Ich schlag den hier immer nur. Gehst du wohl weg, du? Hau ab! Stellst du dich da mit einem Volatile oder was? Ja. Lebt so lang. Lass. Ich bin gerade in den Kopf geschossen. Gehst du wohl weg? Komm her. Sind da zwei. Ich hab ihn getötet. Auch was gesehen, aber hat mich nicht gesehen. Komm her. Okay. Ah! Er hat mich angesprungen. Findest du das Ding jetzt denn noch? Eigentlich sollte er hier irgendwo sein. Aber zeigt sich nicht. Gut. Tot. Soll ich auch suchen? Ja. Wenn du willst. Das Flugzeug hat hier gerade was abgefallen lassen. Hat was abgefallen. Ist abgefallen. Ugh.
Ich sehe nur, dass das abgefallen wurde und dann. Was passiert? Mir kommt ein Volatile von oben entgegengesprungen. Als wenn er mir immer noch folgt. Komm, lass mich das doch nehmen! Natürlich kommt er von der anderen Seite wieder. Okay, ich wurde mit Knarren angegriffen. Fuck off. Angegriffen. Bullshit. Ich hab grad Knarren gehört. Ich versuche einfach, dass ich zu dir komme. Ich bezweifle, dass ich es kann, aber. Das will ich nicht mehr schaffen. Ja. Okay. In dem Fall. RIP. Das ist einfach so ein Bullshit. Anyway, hier ist der Typ. Sollte normalerweise hier sein, ist er aber nicht. Vielleicht da oben. Er hat gerade ein Affengeräusch gemacht. Ich? Nö, der Volatile. Ja. Warum nicht ich? Wenn du das nicht gemacht hast, der Volatile hat es gemacht. Was für holen, holt man hier mal Fackeln raus? Damit man die Typen besser vertreiben kann. Gut gesehen. Hallo Volatile, hallo Volatile. Hallo gesicherter Bereich. Ich kann halt nicht mal wechseln zu den komischen Fackeln. Nicht verteilt die Fertigkeitspunkte was. Ah. Oh. 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 Ah. Oh. Okay, hier sollte eigentlich auch einer zu finden sein, ist er aber nicht, weil das Spiel dämlich ist. Wie halt auch. Auf der Brücke ist angeblich noch ein Spot. Oh, du bist ein Volatile. Tschüss. Okay, muss ich nicht verstehen. Das musst du nicht verstehen. Hinter mir ist gerade irgendwie so ein Zombie mit dem Kopf zuerst irgendwo runtergefallen. Das hat sich irgendwo hingelegt und dann ist langsam zur Seite gerutscht und runtergefallen. Hat rumgeschrien dabei. Nice. Ist wie ein Kind. Wie ein Kind. Kinders. Wie Barbie und ein Ken. Ist wie ja, ist wie pinkeln. Tut man mit der Nase zuerst. Ja. Sind die vielleicht in Häusern drin? Warte, warum bin ich... Normalerweise nicht. Warum bin ich schon wieder in dem Haus, wo ein Diplom hier rumliegt? Das sieht halt genauso aus wie das Haus, wo wir eben drin waren und der mit dem Ding jetzt erzählt hat. Mit dem plattgefahrenen Tier. Aber ich weiß, dass es das nicht ist. Weil es nicht sein kann. Hallo Volatile, der mich komplett ignoriert hat. Ich beschwere mich nicht.
Hallo, zweiter Volatil, der mich komplett ignoriert. Wir können einen neuen Gegenstand herstellen. Bist du ein Volatil oder bist du? Du bist kein Volatil, du bist ein Volatil. Ich nicht. Spiel, kannst du mir bitte einen Volatil geben? Irgendwo. So ein Spot, die das Spiel markiert. Die gibt's eigentlich gar nicht. Kann der auch mal sich abfallen, wenn ich das drücke? Nee. Abrollen ist eine Lüge. So wie 9-11. Nee. Wie 9-11. Hallo Militärmann. Ich sehe nichts. Ich sehe immer weniger aus irgendeinem Grund. Weil gerade wieder Tag wird. Fuck you, Sonne. Ich hasse dich. Gemeine Pflanze. Sehr gemeine Pflanze. Warum spawnt da nichts? Ich spawn auch nichts, aber ich sehe hier eine Leiche, wo der wahrscheinlich dran war. Ja, wir müssen umbringen, die Leichen sind egal. Ja, spring doch! Schon vorher. Nee, normalerweise hat man den Instinct gefunden. Ich meine, dass der uns erstmal immer entkommen ist und dann wir erstmal nichts mehr gefunden haben und dann haben wir irgendwann einen gefunden, der lag da einfach. Nee. Doch. Nee. Also wenn wir so entkommen sind die nie, ne? Damit überleben wir die nächsten paar Tage, vielleicht auch länger. Vielen Dank. Fuck you, Volatil, ich hab dich umgebracht. So, ich hab da hinten mir eins angeguckt, da war nix. Es könnte was sein. Da ganz hinten ist was. Soll ich vielleicht mal mitkommen, weil der vielleicht gar nicht spawnt, wenn ich nicht dabei bin? Ist fair, vielleicht ist er nicht spawnt. Sollte der normale Gegner eigentlich sein. Oh, her. Okay, wie komme ich da? So komme ich da erstmal nicht dran. Hallo Volatil, fuck you. Ist das Gold oder ist das ein Schwamm? Das ist ein Schwamm. Ich bin tot. Ich sehe es. Die sind tot. Tot. Tot.
Es gibt wenig Spiele, wo man so wirklich seine Gegner hasst, aber hier hasst man seine Gegner so richtig. Die Und jetzt gute gleich Eifel wird's hast du oder hell. die schlechte Eifel? Eine gute Art von Hass. Ja, die Hasswurst. wurde es hast. Ah, danke. Da spring halt nicht da drauf. Warum denn auch? Ich hol dich. Ich hol dich. Ich werde gerade von irgendwas Ich hol dich. weggeschoben. Gut. Nacht überlebt. Lärchen versteckt. You sure about that? War gerade null. Ja. Jetzt. Gäste suchen ein Lager, schlafen und suchen weiter. Jetzt nicht andere Missionen in der Zeit machen. Will das gerne das hier fertig haben. Hinten ist ein Lager. Wo? Hier. Mach dir keine Sorgen. Wir werden sicherstellen, dass diese Kerle hier nicht reinkommen. Hast du schon einen dieser Schattenjäger gesehen? Ich nenne sie Nachtläufer. Ein Kumpel von mir hat einen Nachtläufer gesehen, der aus dem 13. Stock sprang und unverletzt. Da. Klasse, noch so ein neuer. Soll ich in die andere Richtung gehen und das versuchen oder mitkommen? Ist, ja. Ich mein ganzes Leben wieder bekommen, weil ich gepennt habe. Ja. Sollten Was Sklaven auf auch dem mal tun. Spiel ist. Sollten Sklaven auch mal tun. Jetzt kommst du auf Sklaven. Weil die ihr Leben nicht selber haben. Okay, hab den Bord umgebracht. Wow. Okay, einmal Puh, hoch, Zombie, die einmal alle bei dem Herrn Doktor. Bringen Sie Gewebeprobe zur Doktortheorie. Der war leer. Der Mensch? Doktor Seal? Sarah? Whatever? Der hat mich unter Wasser gekillt, der Wolleteil. Fuck you. 18 Wendigkeitspunkte. Hallo, Volatil. Aber ich hab so ein Dingens gekillt. Ein Boulder? Ja. Ja, ich auch. Ja.
Jetzt ist hier überall Strom. Hallo Tegel. Wie komme ich hier raus? Ah. Mit B. Da ist eine Tür. Ah, Crane. Kommen Sie herein. Haben Sie die Probe, um die ich Sie bat? Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ich sprach eben mit Dr. Camden über Sie. Hallo, Mr. Crane. Eine Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus. Wirklich interessant, was das sogenannte Blut dieser Kreatur angeht. Lichtempfindlich. In Verbindung mit einer Waffe tödlich, würde ich sagen. Aber ich schweife ab. Mein letztes bisschen Reagenz hier. Und eine einzige Ampulle. Meine Güte, das Gewebe. Der Test für den rekombinierten Virus ist positiv. Kenton, wissen Sie, was das bedeutet? Das Fleischexperiment funktioniert. Die mit dem veränderten Strang präparierten Köder haben tatsächlich gewirkt. Das könnte dann auch all die verschiedenen Mutationen erklären. Aber ich kann nicht. Kenton jedoch. Er hat die notwendige Ausrüstung. Aber wir können ihm die Ergebnisse nicht zukommen lassen. Warum teilen Sie die Informationen nicht via Funk mit ihm? Zu viele Daten, Crane. Das würde Jahre dauern. Zeit, die wir offensichtlich nicht haben. Es ist ein makabres Dilemma. So nah und doch so fern. Was, wenn ich Ihnen das Zeug bringe, Dr. Camden? Persönlich. Sowohl die Daten als auch die Gewebeproben. Crane, der Weg von dort hierhin ist extrem gefährlich. Nur das Heilmittel zählt, stimmt's? Sie wissen ja nicht, was das bedeuten würde. Für mich und für uns alle. Ich melde mich, sobald alles bereit ist. Nun gehen Sie. Ich habe viel zu tun. So viel zu tun. Ja. Ich hätte super gefunden, hätte man von diesem Campen nie wieder was gehört. Hey, Crane, bist du da? Oma und ich sind los, um das Nest in die Luft zu jagen. Was? Zur Hölle, Rahim, das war meine Aufgabe! Oh klar, da du ja viel mehr von Sprengstoff verstehst als ich. Du bist ein verdammter Tourist. Aber hör zu. Wir haben Mist gebaut. Riesigen Mist. Ach. Was ist passiert? Wo seid ihr? Auf der Überführung und alles geht hin. Geht zum Zugdepot. Sucht euch ein Versteck. Ich bin auf dem Weg. Oma, hinter dir! Wo schreibt er schon rum? Warum geht der mit seiner Oma auch irgendwo hin, um was zu sprengen? Verflucht! Bracken! Bracken, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Was gibt's? Ich bin auf dem Weg zu Rahim. Rahim? Der ist hier im Turm. Von wegen. Er wollte mit Oma das Nest auslöschen. Und jetzt stecken sie in der Klemme. Was? Verdammt! Haben Sie den Sprengstoff her? Ich habe ihn von Rais gestohlen. Oh. Verdammte Scheiße! Bin fast da. Ich werde ihn da rausholen, Bracken. Du das tust. So, Alex, ihn, Mensch. Und zwar, damit ich ihn in den Arsch treten kann. Weiß Jay davon? Nein. Dann um Himmels Willen sagt ihr nicht. Sonst macht sie sich auf die Suche nach ihm und ich kann sie nicht auch noch verlieren. Verflucht. Natürlich ist es hier drin. Ja. Wie bist du da rüber gekommen? Ich bin gesprungen. Ich bin rumgegangen. Ach, setz mich doch wieder hier oben hin, obwohl dort unten ein Lager ist. Fair. Danke, ja. Spiel. Ach, aber dich setzt die in Lager rein. Ja. Ich bin nicht zu dir gestorben, keine Ahnung. Damit es registriert, dass ich da war. Naja, da liegt es. Ich bin auf dem Transformator gestorben. Auf dem Transformers?
Robots in Disguise. Return back time. Neue Kraftstufe. Oh Gott. Warum sind die jetzt volatiles? Die werden aus irgendeinem Grund als volatiles gezählt. Was? Ja. Nee. Doch, bei mir schon. Wie meinst du, die werden als volatiles gezählt? Ich hab zwei rote Dingens hier von denen auch bekommen. Ja, aber es ist Infekt. Oh Gott. Da ist wirklich ein Volatile. Okay, da ist Volatile. Und der war nicht der, der mich ver... Du hast da vier Stück. Komm zu mir, hier ist eine Sicherheitszone. Vor einmal. In Gefahr bist du. Weiß ich, dass du meinst. Bin schon entkommen. Erstmal was loben. Erstmal Pause machen. Erstmal Pommes machen. Erstmal einen Schluck trinken. Erstmal was rauchen. Erstmal. Keine Ahnung, kacken. Oder duschen. Du hast die Wahl. Yu-Gi-Oh! Ah! Unverteilter Kraftpunkt. Krapfenpunkt. Umpadumpadumpadam. Hast du dir jemals das alte Charlie und die Schokoladenfabrik angeguckt? Das einzige, was ich davon geguckt habe, ist die 18 Plus Version. Die Porn-Version. Nee. Das wurde mir gezeigt, dass wo der Typ zerhäckselt wird, oder was? Ja, das mehrfach. Was ich dir gezeigt habe. Mit mehrfach zerhäckselt? Du hast mir das mehrfach gezeigt. Er wird einfach mehrfach zerhäckselt. Volatile im Lager. Krass. Der kommt nicht raus. Ist tot. Krass. Ich weiß auch, in meinem allerersten Playthrough habe ich keinen einzigen Volatile umgebracht und jetzt, ja. Whatever. Warum haben die überhaupt Geld dabei? Volatiles? Ja, das Investmentbanker. Haben wir einen Anzug an? Scheiße, Papst in dem Wald. Ich
Ich meine. Wenn er das tut, hört man das. Oh Gott, hier ist plötzlich alles wieder voll mit Gegnern. Was hast du gemacht? In der Papst in den Wald. Nix. Wenn der Papst in den Wald schätzt, welche Farbe hat er dann? Grün. Papst ist der Scheiß. Papst. Nein, alle Farben. Welche Farbe hat er dann? Papst. Bullshit. Ich bin einfach gestorben hier oben, obwohl ich in Sicherheit war. Welche Farbe hat der Papst? Das muss man so aggressiv sagen. Der Papst. Der Papst. Ich hab noch ein Boot rumgebracht. Neue Wendigkeitsstufe. Ich weiß jetzt nicht mehr, was davon noch ein Volatile ist und was davon normaler Gegner ist. Weil die alle dieses scheiß Dingens über den Kopf haben. Die aussehen wie normale Zombie, sind die infected. Die Volatile sind die mit den offenen Brustkorben. Nicht Brustkorben, Bauch. Dings. Bauchmuskeln, keine Ahnung. Folge abgehängt. Rückschlag oder Beinbrecher? Yes. Excuse me, der Zombie hat mir gerade 150 Schaden gemacht. Ist das jetzt hier bald mal vorbei? Die Nacht? Ja. Hallo Tony Stark. Hallo Tony Stark. Spring doch da hoch! Ja, halt mich hier halt wieder fest in so einem Konterding. Her. Ich mag das nicht. So, wo gehen wir als nächstes hin? Gute Frage. Wir denn hier direkt eine Mission? Bei uns direkt nirgendwo. Im Turm erzählen die uns eh wieder nur, ist irgendwann in der Schule. Wollen wir dann mal zur Schule, damit die einfach aufhören zu labern. Hier ist das Haus, wo der rote Rauch rausgeht. Das können wir auch. Habe ich mal gefehlt. Kiste.
Mit drin. Oh. Kaffee. Kaffee. Elektronisches Bauteil. Kaffee. Ein chronisches Bauteil. Elektronisches Bauteil. Mach einen Doppel-Drop-Kick. Ich habe gerade die Frau hier voll gegen die Wand gekickt, sodass der Kopf explodiert ist, nachdem ich mehrfach über den Kopf drüber gesprungen bin. Anyways, es hat geblasen. Das ist Blase. Ich hab aber was geblasen. Ich finde das immer komisch, wenn man Gegner an der Wand irgendwie ein bisschen angreift, dass die direkt sterben. Macht in gewisser Hinsicht Sinn. Nicht so gut funktioniert, wie ich es mir gedacht habe, aber gut. Neue Kraftstufe. Perfekte Stelle, um das jetzt einzustellen. Ja. Ich meine, da war nichts in der Nähe, was wir betrunken. Da war relativ viel gerade. Und ich stehe nee, da waren zwei Leute. Direkt neben dir. Zwei Leute waren danach, ja. Hier ist übrigens die Hexe oder was auch immer. Ja. Und der Typ, der immer meint, er ist besser als wir. Der manchmal hier mit dem Dropkick funktioniert, finde ich so. Ja. Der Dropkick ist super. Wenn ich so richtig weit wegfliege und dann noch auf den letzten Meter den Dropkick mache, obwohl ich eigentlich wieder stehen müsste. Warum überhaupt mit den Waffen kämpfen? Macht überhaupt keinen Sinn. Oh. Nee. Oh. Dropkick und Explosion, mehr brauchst du nicht. Nein, nicht googeln! Sieht nicht aus wie eine Hexe, sieht aus wie ein Typ. Ich will was. Bisher hattest du Glück, aber jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit. Ja, ja. Demnächst auch wieder. Wahrheit, ha? Du willst also endlich zugeben, dass du langsamer bist? Glaubst du immer noch, dass du mich schlagen kannst? Das mache ich mit links. Dann leg los. So, und dann lass mal Taten sprechen. Ich hab keine Beine. Noch. Der Kack.
benutze ich immer als Sprungbrett. Sie haben Schaden erlitten, Herausforderung gescheitert. Ich hab's geschafft. Der Turm ist zu klein für uns beide, Crane. Der Turm ist zu klein für uns beide. Du bist also endlich gekommen. Guten Tag. Ich habe schon vor Tagen nach dir geschickt. Bist du immer so langsam? Bist du etwa stark genug, meinen Rufen zu widerstehen? Warum sieht dein Mund aus, als hätte da jemand reingeschissen? Die sind schwieriger, aber bei ihnen lohnt es sich auch viel mehr. Du bist die Hexe, oder? So viel Geringschätzung. Natürlich glaubst du nicht an solche Dinge. Ich bin hier, weil du über eine besondere Gabe verfügen sollst. Du willst wissen, wie ich mich unbehelligt unter den Untoten bewegen kann. Ist dem nicht so? Ah, ist das möglich? Ob du frag es ich kannst? So, ob während ich das selber die ganze Zeit schon mache. Du bist zu unreif für diese Art von Erkenntnis. Aber ich habe etwas anderes. Etwas, was ich für dich herstellen kann. Und was willst du dafür haben? Du bist nur hier, weil ich es so wollte. Ich will auch, dass du diese Fähigkeit erlangst. Nur so wirst du mir von Nutzen sein. Heute Nacht wirst du zu den Höhlen gehen, während die Schattenjäger auf der Jagd sind. Sammle so viele schwarze Pilze, wie du tragen kannst. Ich bereite dann daraus eine Tinktur für dich zu. Mehr brauche ich nicht von dir. Fürs Erste. Heute Nacht. Talia ist blitzdran. Wohin gehst du schon wieder? Zum Händler. Der hat nix. Hast du das nicht gesehen, was ich gemacht habe? Nee. Erstmal den einen Typen von ganz weit oben weggekickt, als ich dann unten ankam mit dem Dropkick. Und dann unten war noch so ein Exploder, dem habe ich auch einen Dropkick gegeben. Irgendwas erfolgt. Keine Ahnung, aber wir machen das noch. Fuck, ich habe gerade das Trinken gelernt. Okay. Ist das oben oder unten? Yes. Das ist ein Haus, also würde ich sagen unten. Ich folge einfach nur dir. Na endlich. Ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Lass weiter roten Rauch in die Luft und du bekommst die verrücktesten Besucher. Ich hatte nur noch rot. Egal. Du bist hier, also hat's funktioniert. Bring diesen Umschlag in den Bazar zu Aziz. Sag ihm, Ryan schickt dich. Ja, was heißt you musical? Roter Phosphor, Lauge, Jod, Salzsäure, Diethyläther, Nitrophenol. Nach einem interessanten Süppchen. Willst du es essen? Süppchen. Lena Crane hier. Hörst du mich? Ja, das Crane, ist Süppchen. Hier ist Saman. Lena ist beschäftigt. Kann ich helfen? Jemand will, dass ich ihm roten Phosphor, Lauge, Jod, Salzsäure, Diethyläther und Nitrophenol besorge. Dieser jemand hat ganz offensichtlich vor, Slam herzustellen. Ein Junk-Amphetamin. Rais Leute putschen sich damit auf, um mehrere Tage wach zu bleiben. Schattenjäger sind Schoßhündchen im Vergleich zu jemandem auf Slum. Ich sollte diesen Typen aus dem Verkehr ziehen. Um ehrlich zu sein, könnten wir das Nitrophenol dringend hier im Labor zur Desinfektion gebrauchen. Unser Vorrat ist aufgebraucht.
Wo ist die Mission? Soll die Zutaten also abholen? Genau. Komm danach zum Turm. Ich weiß, wie wir den Kerlen einen Strich durch die Rechnung machen können. Roter Phosphor, Lauge, Jod, Salzsäure, Diethyläther, Nitrophenol. Klingt nach einem interessanten Süppchen. Hä? Warum sagt das noch was? Ist ein interessantes Süppchen. Wollen wir die Folge beenden? Ja! Gut, dann würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ja! Ja! Ich muss mal kurz in der Halle stürmen, oder ist er weg? Ich hab's gerade noch nicht vergessen. Nein! Ah!